So, willkommen zu meinem neuen Let's Play ZDIC von LucasArts, ein klassisches Adventure aus dem Jahre 95. Ich habe mich dafür entschieden, weil es nun mal etwas ganz Besonderes ist, finde ich, von der Atmosphäre her, einmalig. Und das war was Cooles, ein Adventure zu Let's Playen. Deswegen wollte ich es euch mal hier mit vorstellen. Natürlich fehlst du mir, Liebling. Das ist der verlassenste Platz auf Erden. Das Aufregendste, was je passiert, ist, dass es mal nicht regnet. So, es geht darum, dass ein Meteorit die Umlaufbahn der Erde kreuzt. Man will versuchen, das mit einem Shuttle zu verhindern. Tut mir leid, Liebling. Hier kommt gerade Arbeit. Und zwar mit einer Sprengung. Was zum Teufel ist das? Komm mal her, Pete. Wir haben hier einen dicken alten Asteroiden auf direkten 3 Wochen Kollisionskurs mit der Erde. Genau, ZDIC heißt das die Ausgrabung, quasi, wie man es ja auf Deutsch übersetzt. Das ist ein klassisches, gutes Adventure. Ihr werdet noch sehen, dass es wirklich gut ist. Der Asteroid wurde Attila genannt. Nach dem großen Hunnenkönig, der kurz vor dem Fall des Römischen Reiches Europa verwüstet hat. Attila wurde zuerst von einer Beobachtungsstation auf Borneo gesichtet. NASA-Quellen verlauten, dass die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenstoßes mit der Erde 99% beträgt. 5, 4, Sendung, 2, 1. Natürlich ist die Grafik schon veraltet. Aber das ist bei dem Spiel nicht so wichtig. Das Spiel hat eine tolle Musik, wirklich einmalig. Das Shuttle ist gestartet. Und ist sonst einfach... Für eine solche Mission wurde das Shuttle nicht entwickelt. Aber wie Commander Boston Low gestern Abend in einer Pressekonferenz sagte... Wenn das Shuttle die letzte Hoffnung der Menschheit ist, dann wird es den Job übernehmen müssen. Boston! Commander Low! Nur die Ruhe, Herrschaften. Lassen Sie mich das Landungsteam vorstellen. Ludger Brink ist ein bekannter Geologe. Er wird die Daten auswerten, um die exakte Position der Sprengsätze zu ermitteln. Wir müssen sehr präzise vorgehen. Wir wollen Attila ja nicht in 1000 Teile sprengen. Denn wenn wir das tun, werden einige Teile mit Sicherheit die Erde treffen, mit schrecklichen Folgen. Und Maggie Robbins muss ich Ihnen wohl nicht mehr vorstellen. Sie ist vermutlich die bekannteste Journalistin der Welt. Maggie, Sie haben einmal gesagt, dass Sie sich niemals irgendeiner Zensur fügen würden. Jetzt stehen Sie unter dem Kommando der NASA. Miss Robbins Berufung ist und bleibt der Journalismus. Aber auf dieser Mission ist sie... Ich glaube, dass ich die Frage auch selber beantworten kann, Commander Low. Danny, ich bin für diese Mission ausgebildet worden, um bei der Befestigung der Sprengladungen zu helfen. Wenn ich zurückkomme, bin ich wieder Reporter und werde Ihnen alles darüber berichten. Aber während der Mission bin ich Teil der Mannschaft und werde Commander Low Gehorsam leisten wie jeder gute Soldat. Das könnte die größte Story von allen werden. Maggie Robbins leistet Gehorsam. Aus ihren Lebensläufen geht hervor, dass Professor Brink außerdem ein angesehener Archäologe ist. Und Maggie ist bekannt für ihre Begabung, fremde Sprachen zu lernen. Ist das reiner Zufall? Nein, überhaupt nicht. Wir wollten für diese Mission nur die Besten haben. Dr. Brink und Mrs. Robbins haben keine engen Spezialgebiete. Beide haben ein breites Wissen, sind hochgebildet und kreative Denker. Gilt das auch für Sie, Commander Low? Mein Job ist es, alle lebendig nach Hause zu bringen. Ich muss nicht brillant sein, ich muss nur vorsichtig sein. Die anderen beiden Crewmitglieder werden im Shuttle bleiben. Ken Borden ist unser erfahrenster Shuttle-Pilot. Cora Miles ist die Spezialistin für unsere Ladung. Wie Sie wissen, ist sie Kandidatin für den Kongress. Aber wir dachten, die Erde zu retten ist wichtiger als ihre Wahlkampagne. Außerdem ist es billiger. Zum Abschied noch eine Nachricht für die Leute auf der Erde? Wir haben genau eine Chance. Wir müssen es richtig machen. Mögen all ihre Gebete mit uns sein. Genau, da ist das Shuttle. Und wir müssen nun mit Sprengsätzen die Umlaufbahn von den Asteroiden ändern. Wobei, könnt ihr sicher denken, dass es nicht alles so einfach sein wird, wie es zu ihr scheint. Ich finde auch diese Musik so toll einfach. Teilweise wirklich, also
Heutzutage gibt's sowas einfach nicht mehr. Leider. Heutzutage gibt es nur diesen Standard Violin überdramatischen Scheiß-Soundtracks. Hallo hier, kommt her, Leute. Das Wasser ist ganz warm. Robbins hier, gehe auf Selbstversorgung. Willkommen in der wundervollen Welt des Alls. Fliegen Sie nicht irgendwo gegen. Ich pass schon auf, Commander. Trink hier, gehe auf Selbstversorgung. Wie läuft's, Brink? Willkommen an dem Ort, wo sich Geologie und Astronomie treffen. Ein Professor sagte mir mal, Astronomen sind Geologen mit sauberen Händen und schiefem Blick. Werden Sie ihn damit irgendwo zitieren, Robbins? Im Moment bin ich nur Teil des Landungsteams, Commander Lowe. So, das Spiel hat eine klassische Point-and-Click-Steuerung, wie damals auch für LucasArts-Spiele übrig, nur ohne diese Leiste. Auf die rechte Maustaste ist das Optionsmenü, hier kann man, Inventarmenü. Die Befehle werden einfach durch die Klicks auf bestimmte Gegenstände, das ist die Werkzeugkiste hier, projiziert. Ich habe das Spiel schon, das ist schon über 10 Jahre her, wo ich das mal gespielt habe, oder noch länger. Aber ich weiß, dass es mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Ein sehr tiefgründiges, cooles und wirklich gut gemachtes Spiel, von dem es leider heutzutage viel zu wenige gibt. Okay, dann wollen wir mal. Wie war das nochmal? Musst du irgendwie mal das Ding hier hochsetzen oder so? Man kann hier mit diesem Penultimate, glaube ich, jetzt das machen, dass das Ding hochgedingsbumst wird. Miles, hier ist Low. Hören Sie mich? Ja, Boston. Ich habe sie drauf. Hättest du wohl gern. In deinen Träumen. Fertig für die Abkopplung der Werkzeugkiste. Ist die Crew aus dem Weg? Crew ist bereit. Vorgang einleiten. Genau, das ist die Kiste mit den ganzen Werkzeugdingern da drin. Ach, mit dem Werkzeug. Ja, Werkzeug ist da auch drin. Da sind auch noch andere Scheiß ist da noch drin. Ich glaube, alles in Ordnung mit dem Schweinkobra? Es sieht süß aus, Boston. Seien Sie einfach nett zu meinem Baby. Also ich weiß nicht, wieso das Ding nach Schwein. Also nach Schwein sieht das nicht aus. Lou an Landungsteam. Ich nehme das Schwein runter zur Oberfläche. Folgen Sie mir. Seien Sie nett zu meinem Baby, Boston. Haben Sie mich gehört? Wir sind bald zurück, Cora. Vermissen Sie mich nicht zu sehr. Lou, Ende. So, ich glaube, jetzt musste man das Ding aufmachen. Also die Atmosphäre ist auch hier schon sehr geil. Echt. Ich bin wirklich begeistert von diesem Spiel. Die meisten von euch werden das vielleicht nicht verstehen, aber ich liebe dieses Spiel. So, Sprengsatz Alpha, Sprengsatz Beta und die Schaufel, die wichtige Schaufel, nach der auch das Spiel benannt ist. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Quadranten man hier anfliegen musste. Ich gehe einfach in Quadrant 3 nach unten. Okay, Leute, dann mache ich mal für die erste Folge Schluss, das reicht. Ich hoffe, ihr konntet euch einen ersten Überblick über das Spiel verschaffen, wie das nun, ob es euch gefällt oder nicht. Ich hoffe, es gefällt euch halbwegs. Wie gesagt, es wird noch auf jeden Fall sehr spannend werden. Und ich wünsche natürlich allen das Beste und wir werden uns wiedersehen oder wieder hören im zweiten Teil des Let's Plays. Ciao!